Die europäische Ariane 6 hat am 9. Juli 2024 ihren Erstflug erfolgreich absolviert. Es gab einen kleinen Schönheitsfehler, aber darüber reden wir später. Die meisten und wichtigsten Test- bzw. Missionsziele wurden erreicht. Man kann der Ariane Group viel vorwerfen, aber an der technischen Exzellenz und Ausführung dieser Entwicklung kann man nicht viel aussetzen. Obwohl sie etwa 10 statt 6 Jahre gedauert hat, sind 10 Jahre für die Entwicklung einer Schwerlastrakete eigentlich überhaupt nicht schlecht. Und dann beim Erstflug beinahe exakt ins Schwarze zu treffen, setzt dieser Mission noch eine Krone auf. Aber es gibt einige Dinge, über die wir unbedingt reden müssen. Der neue Schwerlastlauncher gibt Europa zwar wieder einen Zugang zum All, aber es ist weder das, was Europa braucht oder verdient. Der Inbetriebnahme war ein seltsames Interview von Space News mit dem ESA Director of Space Transportation, Tony Tolka-Nielsen, vorausgegangen. Was genau funktioniert hat, was nicht und was uns Tony Tolka-Nielsen versucht hat aufzutischen, schauen wir uns jetzt an. Der Start erfolgte von einem neuen Launchpad, nur wenige Kilometer vom bisherigen Ariane 5 Pad entfernt. Dieses Launchpad wurde von der französischen Raumfahrtagentur CNES speziell für die Ariane 6 gebaut. Unter anderem war auch die Startrampe Mitgrund für die etwa vierjährige Verspätung. Zur Klarstellung, mir ist bewusst, dass Raumfahrt kein Kinderspiel ist und zahlreiche Hindernisse bereithält. Dafür wurde die Ariane Group samt der sogenannten Wertschöpfungskette über die letzten Dekaden nicht nur kaiserlich entlohnt und subventioniert, sondern auch noch politisch vor Konkurrenz geschützt, damit sie ihr Versprechen einhalten kann, Europa einen durchgehenden Zugang zum All zu sichern. Dreimal darfst du raten, wohin uns diese Monopolstellung geführt hat. Richtig, nämlich in die Vergangenheit statt in die Gegenwart oder gar in die Zukunft. Das passiert nämlich, wenn Bürokraten und Manager statt Visionäre und Ingenieure das Sagen haben. Die USA hatten bzw. haben teilweise noch immer ein ähnliches Problem mit ihren institutionellen Raketen. Anstatt dahin zu laufen, wo der Ball sein wird, sind sie dahin gelaufen, wo der Ball war, als sie vor 10 Jahren losgelaufen sind. Hier eine Aussage von einem Ariane-Manager. Richard Bowles sagte in einem Panel 2013 folgendes: SpaceX scheint in erster Linie einen Traum zu verkaufen. Persönlich denke ich, dass Wiederverwendbarkeit ein Traum ist. Wie reagiere ich auf einen Traum? Zuerst einmal weckt man die Leute nicht auf. Sie müssen selbst aufwachen. Schau, ich zeige dir das nicht, um irgendwelche Leute bloßzustellen, sondern damit wir daraus lernen. Denn wer, wenn nicht der führende Anbieter für kommerzielle Raketenstarts zu dieser Zeit, sollte in der Lage sein, in der eigenen Branche 5 oder 10 Jahre in die Zukunft zu blicken. Zu dieser Zeit war SpaceX insgesamt etwa 10 Mal in den niedrigen Erdorbit gestartet. Keine 5 Jahre, sondern 5 Monate später haben sie eine Nutzlast in einen geostationären Orbit gebracht und keine 10, sondern 2 Jahre später haben sie die propulsive Landung auf einem Drohnenschiff demonstriert. Okay, und was lernen wir daraus? Das zeigt mir, dass es immer darauf ankommt, durch welche Linsen und Rahmen man die Realität betrachtet. Es macht durchaus Sinn, etwas durch die betriebswirtschaftlich-ökonomische oder politische Linse zu betrachten. Aber wenn man hier die volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte außer Acht lässt, kann es zu verheerenden Konsequenzen kommen. Also es macht durchaus Sinn, sich mehrfach zu überlegen, wen man an die Spitze solcher Unternehmen setzt und von wem diese dann beraten werden. Inzwischen arbeitet auch die Ariane Group an der propulsiven Landung und mehrfacher Wiederverwendung. Sie entwickeln das neue Hochleistungstriebwerk Prometheus und Themis, was etwa mit dem SpaceX Grasshopper oder Starhopper vergleichbar sein wird. Dazu habe ich ein ganz eigenes Video gemacht, das ich dir natürlich unten verlinke. Ich möchte aber noch einmal auf die ernsthaften Konsequenzen zu sprechen kommen, die sich daraus ergeben. Nicht, weil irgendein YouTuber sauer ist, sondern weil das die europäische Souveränität in Frage stellt. Das Jahr ohne eigenen Startanbieter hatte zur Folge, dass für Europa strategisch wichtige Galileo-Satelliten auf die SpaceX Falcon 9 ausweichen mussten. Auch die deutsche Bundeswehr war gezwungen, Spionagesatelliten auf einer US-amerikanischen Falcon 9 zu starten.
So eine Verzweiflungstat, kritische Infrastruktur oder sogar Spionage-Hardware aus der Hand zu geben, würde den Amerikanern, Chinesen, Russen oder sonst jemanden niemals einfallen. Aber was bleibt übrig, wenn man starten muss und die heimische Rakete ist nicht in Sicht? Die Ariane Group hatte ein Versprechen abgegeben, das den europäischen Steuerzahler viel Geld gekostet hat. Und hochnäsiges Management und Kurzsichtigkeit haben dazu geführt, dass Europa jetzt eine Rakete aus dem letzten Jahrhundert geliefert bekommen hat. Zusätzlich geht auch ein nicht unerheblicher Teil der Wertschöpfung aus Europa in die USA, während Europas Weltraumzugang zu kämpfen hat. Die Ariane 6 verwendet Wasserstoff und Sauerstoff als Treibstoffe. Ihr Haupttriebwerk, das Vulcan 2.1, ist ein gasgeneratorgetriebenes Triebwerk mit einem Schub von rund 135 Tonnen. Zusätzlich kommen die P120 Plus Feststoffbooster von Avio zum Einsatz, die gleichzeitig die Erststufe der Vega-C-Raketen bilden. Diese modulare Bauweise hilft, Kosten einzusparen. Die Feststoffbooster bringen jeweils mehr als 440 Tonnen Schub. Je nach Mission kann die Ariane 6 mit 2 oder 4 dieser Booster ausgestattet werden, was ihr eine hohe Flexibilität verleiht. Die Version mit 2 Boostern läuft unter dem Namen Ariane 6-2 und die Version mit 4 unter Ariane 6-4. Also insgesamt rund 1015 bzw. 1895 Tonnen Schub. Da die russische Sojus aus politischen Gründen und die Ariane 5 wegen, sagen wir mal, suboptimaler Entscheidungen weggefallen ist, hat Europa Ersatzraketen für beide gebraucht. Während die Ariane 6-2 die Sojus ersetzt und der Falcon 9 Konkurrenz macht, ist die Konfiguration mit 4 Feststoffboostern ein guter Ersatz für die Ariane 5 bzw. Falcon Heavy. Ich bin kein großer Freund von Feststoffboostern. Der Einsatz von Feststoffboostern hat nicht zuletzt auch politische Gründe. Denn die italienische Firma Avio stellt unter anderem auch Feststoffbooster für militärische Zwecke her. Und hier möchte man ganz klar einfach einem militärischen Zulieferer den Rücken kratzen. Ähnlich wie es die Amerikaner mit ihren Feststoffboostern für die SLS-Rakete vom militärischen Zulieferer Northrop Grumman handhaben. Und die Ariane Group, die für den Bau der Ariane zuständig ist, ist übrigens in das französische Atomwaffenprogramm involviert. Mach dir dazu bitte deine eigenen Gedanken. Mit dieser Architektur hat man zusätzlich noch das vorhandene Know-how der Vulcan-R-Stufentriebwerke gehebelt. Dadurch war keine komplett neue Triebwerksentwicklung, die bei Null startet, notwendig. Das bringt uns wieder zurück zum Jungfernflug. Auf ihrem Jungfernflug beförderte die Ariane 6 insgesamt 17 kleine Satelliten. Besonders beeindruckend waren auch die Kameras einer irischen Firma an Bord, über die wir unglaubliche Bilder erhalten haben, die wir so von Ariane-Starts nicht gewohnt waren. Ich habe mich wirklich außerordentlich über die Qualität der Übertragung gefreut. Vielen Dank dafür. In mehreren Sprachen und Clean Feed. Hut ab! Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, aber es gab eine Zeitverzögerung zwischen der Bodenansicht und der Rocket Cam. Und bei der After-Launch-Party hier in Wien habe ich herausgefunden, warum das so war. Das ist alles noch nicht genau, alles noch nicht synchronisiert, weil Funkverbindung von der Rakete zur Erde, das ist immer noch alte, aber robuste Technologie. Und da sprechen wir von vielleicht, ich weiß nicht, ich bin nicht Experte, aber ich schätze mal so 200, 300 Kilobyte. Ja? Ein Videostream in guter Qualität, kennen wir von zu Hause, hat meistens 4 Megabyte und mehr. Und deswegen ist es so, dass zwar oben in guter Definition aufgenommen wird, aber dass das nicht sofort auf die Erde kommt. Das heißt, die werden Aufnahmen gemacht haben und müssen die dann sozusagen auf der Erde wieder zusammensetzen. Ich durfte Matthias auch noch einige andere spannende Fragen stellen. Er ist Marketing-CX-Manager bei TT-Tech. TT-Tech liefert neben vielen anderen Kunden auch Komponenten für das europäische Service-Modul, für das Artemis-Programm, aber auch für das Lunar Gateway. Unheimlich interessant. Das ganze Interview mit Matthias wird in den kommenden Tagen für Kanalmitglieder und Patrons verfügbar gemacht. Infos zu Kanalmitgliedschaften findest du unten in der Videobeschreibung. An dieser Stelle geht ein riesengroßer Dank an alle, die den Kanal tatkräftig unterstützen. Ohne euch könnte ich das nicht machen. Genug der Schmeichelei. Zurück zum Thema. Die Kernstufe performte einwandfrei. Etwas anderes war auch nicht zu erwarten. Die besonders leichte Fracht erforderte ein besonderes Manöver, wobei die Rakete eine ungewöhnliche Flugbahn zurücklegte. Dieses spezielle Manöver demonstrierte die Fähigkeit der Kernstufe und des Vinci-Oberstufentriebwerks, das übrigens im Expansionszyklus arbeitet, für alle, die sich das schon einmal gefragt haben. In anderen Worten, bis dahin ein soweit makelloser Flug. Eine technische Neuerung war die Auxiliary Propulsion Unit oder kurz APU,
die entwickelt wurde, um den Treibstoff für die Oberstufenzündungen in den Tanks zu positionieren. Weil du willst nicht, dass dein Treibstoff irgendwo im Tank herumschwebt, sondern am Boden der Tanks liegt. Die ersten beiden Zündungen verliefen erfolgreich, doch die dritte und letzte APU-Zündung wurde nach einigen Sekunden abgebrochen. Daher konnte das Vinci-Triebwerk nicht erneut gezündet werden und die Oberstufe konnte keinen De-Orbit-Burn durchführen. Stattdessen wurde sie passiviert und verbleibt nun als Weltraummüll im Orbit. Kein besonders attraktiver Anblick, da die ESA sich kürzlich zu einem Zero-Debris-Programm verpflichtet hat. Offiziell wurde der Missionserfolg nach der zweiten Zündung der Oberstufe erklärt. Allerdings waren zwei Nutzlasten noch nicht am gewünschten Zielort, was den Erfolg um ein kleines bisschen schmälert. Trotz dieser Herausforderungen demonstrierte der Flug die Relight-Fähigkeiten der Oberstufe und die Flexibilität der APU, die mit nur 10 kg Schub ausreichend war. In der Pressekonferenz direkt nach dem Start hat man uns versichert, dass diese Fehlzündung der APU keine Auswirkungen auf die kommenden Starts haben wird. Wenn das stimmt, dann müsste die nächste Mission im vierten Quartal 2024 stattfinden. Also sehr bald. Dabei handelt es sich um einen französischen Militärsatelliten, der in einen sonnensynchronen Orbit befördert wird. Bei dieser Mission wird die APU voraussichtlich nicht benötigt. Allerdings wird sie beispielsweise für zukünftige Galileo-Missionen in den mittleren Erdorbit oder kurz MEO und höher essentiell sein. 2025 sind insgesamt 4 Missionen angesetzt, davon 3 Galileo-Starts. Bis dahin sollte das APU-Problem hoffentlich gelöst sein. Die Entwicklungskosten der Ariane 6 belaufen sich auf ungefähr 4,5 Milliarden Euro, inklusive des neuen Launchpads, zuzüglich des Transportschiffs Canopy, womit wir uns wahrscheinlich irgendwo bei 5 Milliarden Euro herumbewegen. Die jährlichen Subventionen betragen 340 Millionen Euro. Allerdings erst ab dem 16. Flug, der für 2031 erwartet wird. Im Gegenzug erhalten die ESA-Mitglieder einen Rabatt von 11% auf ihre Missionen. Das Ziel ist es, im Durchschnitt 9-mal zu starten. Wegen der langen Warteschlange könnten wir 2027 sogar 10 Starts sehen. Canopy schafft eine Rundreise nach Kourou und zurück pro Monat. Also hat man hier noch etwas Raum, die Kadenz zu steigern, wenn es notwendig werden sollte. Aber die Zahl 12 ist vermutlich ein hartes Limit. Die Ariane 6 hat bereits 30 Missionen in den Auftragsbüchern stehen, darunter 18 Starts für Amazons Kuiper-Konstellation. Preislich kann sie nicht mithalten. Ein Start der Ariane 6 2 kostet 90, während die Ariane 6 4 115 Millionen Euro kostet. Zum Vergleich, ein Falcon 9 Start kostet rund 62 Millionen Euro. Und die Rakete hat sich bereits bewährt. Das gleiche Vertrauen muss die Ariane 6 erst einmal erarbeiten. Es gibt aber durchaus andere Gründe, die Ariane 6 zu buchen. Wie es die Internetkonstellation von Jeff Bezos, Kuiper, gemacht hat, als sie 18 Starts der Ariane 6 und einen Haufen anderer Starts bei der United Launch Alliance und Blue Origin eingekauft haben. Die ganze Story habe ich in diesem Video im Detail behandelt. Was du jetzt aber wissen musst, ist, dass Jeff Bezos dafür von seinen Aktionären verklagt und dazu verdonnert wurde, Starts bei SpaceX einzukaufen. Denn die Aktionäre wollen Gewinnmaximierung. Selbst wenn das bedeutet, zum größten Konkurrenten gehen zu müssen. Die nächste Generation der Ariane-Rakete sollte bis Mitte der 2030er Jahre einsatzbereit sein. Das würde bedeuten, dass sie mehr oder weniger 10 Jahre für die Entwicklung brauchen. Das ist gar nicht so schlecht. Es gibt aber ein Problem. Bis dahin wird der Markt völlig anders aussehen. Das ist nämlich die Zeit, wo Starship bereits seit vielen Jahren in Vollbetrieb ist. Und wenn man da mithalten möchte, um ausreichend kommerzielle Kunden an Land zu ziehen, dann wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, eine Instanz zu überspringen. Ein Leapfrog sozusagen. Anstatt den gleichen Fehler wiederzumachen, sollte man sich überlegen, wo der Ball in 10 Jahren sein wird, wenn wir mit der nächsten Entwicklungsperiode durch sind. Leider ist das nicht absehbar. Langfristig mache ich mir aber keine Sorgen, denn die ESA-Mitglieder haben in den vergangenen Jahren vermehrt dafür gesorgt, dass die europäische Raumfahrt kein exklusiver Club bleibt. Man möchte hier ganz klar die meiner Meinung nach gelungene NASA-Strategie nachahmen und mehr Platz für Neuankömmlinge schaffen. Unter der Führung von Josef Aschbacher hat die ESA den Kurs gewechselt und wird in Zukunft weniger an der Entwicklung der Hardware teilnehmen, sondern mehr forschen, koordinieren und fertige Dienstleistungen ausschreiben bzw. einkaufen. Die Hoffnung liegt auch schon lange nicht mehr bei der Ariane-Familie. Denn diese ist ein Relikt der Vergangenheit.
legendär und prächtig, aber veraltet und museumsreif. Vielmehr liegt die Hoffnung bei den unzähligen Startups in Europa, die inzwischen auch kein Geheimnis mehr daraus machen, dass sie den Schwerlastmarkt betreten möchten. Was mich aber irgendwie stutzig gemacht hat, war das Toni Tolkien-Nielsen-Interview mit Space News. Da haben wir ein paar sehr coole Infos bekommen, wie zum Beispiel, dass die erste Bestellung von 15 Ariane 6 Raketen bereits hergestellt werden und der Vertrag für die Raketen 16 bis 42 aktuell verhandelt wird. Aber auf die Frage, ob Starship ein Gamechanger sein wird, sagte er Folgendes. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das Starship ein Gamechanger oder ein echter Konkurrent sein wird. Und er denkt, dass die Ariane 6 das Zugpferd der nächsten 15 bis 30 Jahre sein wird. Das ist für mich etwas schwer zu verstehen, wie der ESA Director of Space Transportation so eine massive Fehleinschätzung treffen kann. Selbst bei so vielen Betriebsjahren wird sie in 5 bis 7 Jahren weniger Masse ins All bringen als die kleinen Launcher aus Europa. Das Interview ist natürlich unten verlinkt. Was auch sehr interessant war, war, als Eumetsat einige Tage vor dem Erstflug verkündete, dass sie den Startanbieter für die erste Mission wechseln werden. Bei der ESA und Ariane Group traf diese Meldung auf Verständnislosigkeit und Überraschung. Aber klar, dass Eumetsat ihren hunderte Millionen teuren Satelliten nicht auf eine unerprobte Rakete setzen will. Es gibt keinen Ersatz, falls etwas mit der Rakete wäre. So eine Mission ist schwer bzw. teuer zu versichern. Andererseits denke ich, dass man kritische Infrastruktur nicht aus der Hand geben sollte. Aber was weiß ich. Und jetzt noch ein paar abschließende Gedanken. Die Ariane 6 stellt einen wichtigen Schritt für die europäische Raumfahrt dar. Doch sie steht vor großen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Konkurrenz durch SpaceX und die Notwendigkeit, kosteneffizienter und wiederverwendbarer zu werden. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob Europa den Anschluss halten kann und welche Rolle die Ariane 6 dabei spielen wird. Bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis auf die brandneue Marschroniken-Website. Marschroniken.space ist die Adresse. Wir haben Großes vor mit der Seite. So viel kann ich dir schon mal verraten. Deswegen geh gerne jetzt drauf, teste die Seite auf Herz und Nieren und hinterlass uns dein Feedback im Forum. Link findest du natürlich unten. Mein Name ist Sirwan und das war Marschroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad astra.